Also ich würde sagen, Don Giovanni ist ein extrem leichtfertiger junger Mann. Im Libretto steht junger Edelmann, so wahrscheinlich aus besserem Hause, der einfach alles dem unterordnet, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Die in dem Fall sind Frauen. Frauen in allen Varianten, wie Leporello aufzählt, schöne, hässliche, dicke, dünne, junge, alte, einfach alle. Und zwar hat das wohl laut Leporello, der die ganzen Aufzeichnungen macht, geschafft mit 2065, irgendwie so, Frauen zu schlafen. Was ja eine ganz schöne Menge ist. ja, wie er das schafft, tja, er hat wohl sehr viel Charme, würde ich mal sagen. Also er kann durchaus sehr charmant sein und die Frauen erobern. Aber es kommt natürlich auch raus, wieder über Leporello, dass er sehr wohl auch zu Geld greift. Und also es ist wohl nicht nur Charme. Und um eben diese ganzen Frauen zu erobern, schreckt er auch nicht vor einem Mord zurück, zum Beispiel, wo dann unsere Geschichte in der Oper anfängt. Die fängt gleich mit einem Mord an, wo sich für mich dann oft die Frage stellt, ist das ein einzelner Mord, den Don Giovanni in seinem Leben begeht, oder hat er das schon öfter gemacht? Ich tendiere immer dazu zu glauben, dass es eigentlich sein erster Mord ist und ihn das schon kurzfristig mitnimmt, aber eben durch seine extreme Leichtfertigkeit hat er das in der nächsten Szene, also würde man sagen, eine halbe Stunde später ist das schon wieder Schnee von gestern, das Leben geht weiter und wieder auf Eroberung. Ja. Seit dem Mord läuft eigentlich gar nichts. Was er auch sagt, er sagt, mi par oggi il demonio si diverta, dopo se mi piacevoli progressi. Also scheint, dass heute irgendein Dämon es darauf angelegt hat, mir alles zu vermiesen. Das finde ich ist auch das Schwerste an der Figur zu spielen. Einfach diese extreme Zwiespältigkeit. Einerseits, wenn er auf Frauen trifft, diese teilweise auch Weichheit, einfach die Frau zu erobern, aber dann sofort ganz hart sein zu können wieder und total sadistisch auch wie er mit Leporello umgeht, zu dem er zwar Freund sagt, immer wieder, aber wenn es dann darum geht, die eigene Haut zu retten, überhaupt keine Sekunde zögert, Leporello ans Messer zu liefern. Ja, Grausamkeiten sind in der Oper oft sehr schön. Ja. Giovanni is my master. He's my boss. He's like my father, I suppose. If I ever had a father, I might know what one is like. But he's my employer. He pays me to do whatever he needs. I have such admiration for him, and I just despise him so much sometimes that I need to get away, but I can't. And then I want to stay forever. He's got me under some sort of spell. And every time I try to leave, I think I've got a good reason. I try and stand on my laurels and my morals. And he just seduces me like all of the women.